Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie einfach es doch ist, die Cafésimo von Tchibo selber mit Kapseln zu befüllen, um eine Menge Geld zu sparen, die Umwelt zu schonen. Und weil es so easy ist, denke ich, zeige ich euch das einfach mal. Das ist das Innenleben einer Kapsel von der Cafésimo. Das ist das Töpfchen, das kleinere Sieb und das größere Sieb. Eine benutzte Kapsel ist dieses. Man zieht oben die Folie ab und dann nehme ich immer einen Zahnstocher, steche in das untere Loch und drücke alles raus. Dann haben wir das große Sieb, das kleine Sieb und hier ist das Kaffeemehl. Ich mache es dann sauber. Die kleinen Siebchen kann man sogar in die Spülmaschine tun und durchspülen. Nur das Töpfchen muss mit Hand gespült werden. Das Kaffeemehl, was übrig bleibt, denn das nehme ich wahnsinnig gern als Dünger für meine Zimmerpflanzen und draußen für den Garten, aber auch für die Balkonblumen. So würde das aussehen. So. Sauber machen mache ich die Kapseln und die Siebchen auch ganz gern mit einer Zahnbürste, die ich wirklich nur dafür nehme. Dann kann man das schön ausrubbeln und es ist ganz hygienisch sauber. Trocknen tue ich die drei Sachen dann immer in einer großen Schale, in einer flachen großen Schale oder auf einem tiefen Backblech. Lege ein Küchenhandtuch unter und lasse sie so ein, zwei Tage stehen. Dann sind die sehr trocken und man kann sie erstmal auf die Seite tun. So, jetzt möchte ich euch zeigen, wie einfach man das befüllen kann. Und zwar kommt das kleine Siebchen nach unten, die kleine Nase zeigt nach oben, so hinein. Danach nehmen wir das Kaffeemehl. Das ist ganz egal, welche Sorte ihr nehmt. Ob Espresso, Bohnenkaffee, entkoffeinierter Kaffee, das ist immer dasselbe. Das füllen wir hier rein. Ich nehme so ein Kaffeelot und drücke das immer schön fest. Also es ist wichtig, dass es festgedrückt wird. Und mit so einem kleinen Kaffeelot geht das prima. Schön befüllen, immer festdrücken. Das ist das Allerwichtigste dabei, dass man es richtig gut festdrückt. So, jetzt ist es voll. Bisschen klopfen. Dann nehmen wir das große Sieb. Das Näschen kommt jetzt nach unten. Also die zwei Näschen gucken sich dann an. Das drücken wir rein, schütten den restlichen Kaffee ab, machen ein bisschen sauber. Und dann nehme ich einfach eine Alufolie, lege das oben rauf, drehe es schön unter den Rand. Und dann ist es wichtig, feste drücken. Also ich gehe ganz lange über den äußeren Rand und dann nochmal das innere Siebchen. Und dann hält das sehr, sehr frisch. So, ich mache dann immer so 30, 40 Kapseln fertig mit dem Lieblingskaffee und tue sie dann in ein großes Schraubglas, beschrifte das Schraubglas einfach mit dem Edding, was drin ist, und stelle das in den Kühlschrank. Dann bleiben die extrem lange frisch. Und dann kann man es einfach nur in den Kapselhalter einsetzen und macht seinen Kaffee. Und hat eine wahnsinnig viel Geld gespart und es schmeckt bombig. Man kann seine Lieblingssorte nehmen, egal von welchem Hersteller, egal von welchem Laden. Und es ist wirklich extrem umweltfreundlich, weil man die Töpfchen immer wieder benutzen kann. Also ich habe manche schon jetzt 20 Mal benutzt und es geht immer noch. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzusehen und ihr findet den Tipp genauso gut, wie ich das finde. Danke euch. Tschüss.